Mit der von Christoph Wiegleb von 1736 bis 39 gebauten Orgel der Hofkirche St. Umbertus erfuhr der Orgelbau in Franken einen besonderen Höhepunkt. Nicht nur wegen der 47 Stimmen auf drei Manualen, sondern auch wegen der akustischen Prägung besonderer Stimmen, was zu einer neuen Klangwelt führte. Allerdings erfuhr das Instrument Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. keine besondere Pflege, weshalb 1884 ein Neubau durch Georg Friedrich Steinmeier erfolgte, der den Prospekt und einige der Stimmen übernahm. Zwar erhielt die Orgel 1961 nochmals durch Steinmeier ein neues Werk, das ihren weiteren Verfall aber nicht behob. Nach intensiven Forschungen ergab sich die Möglichkeit, die Orgel in der Wiegleb-Art zu rekonstruieren, was 2001 bis 2007 durch die Orgelmakerie Reil aus den Niederlanden erfolgte. So erklingt heute nach aufwendigen Bestrebungen hier die größte Barockorgel Frankens.